Heute, also der Tag, an dem ich dieses Video aufnehme, ist das Jahr 2020 zur Hälfte vorbei. Und Mann, waren das abartige 6 Monate. In einem Jahr, von dem ich am Anfang glaubte, dass es richtig gut werden würde. Und dann kam Corona. Und so klein dieses Virus auch sein mag, es schafft etwas, das zuvor keine Person, keine Organisation, kein Rechtsstaat geschafft hat. Es deckt Probleme unserer Gesellschaft auf. Eins nach dem anderen. Es zeigt uns, wie desolat unser ganzes System ist, von dem alle immer sagen, dass es alternativlos sei. Ich allerdings habe das Gefühl, dass diese riesige Blase voller heißer Luft, die wir Kapitalismus nennen, endgültig geplatzt ist. Das Jahr 2020 ist das Jahr, das uns zeigt, dass wir am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Seid doch mal ehrlich, dass unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem kurz vor dem Kollaps steht, das wussten wir doch alle schon länger. Genauso wie wir wussten, dass es so definitiv nicht mehr weitergehen kann. Aber bis heute war das ja alles eher so gefühlt. Man hatte keine richtigen Beweise vor Augen und dadurch war es auch ziemlich einfach, das alles zu verdrängen. Was man nicht sieht, ist ja nicht da. Aber schauen wir doch jetzt mal in die Bereiche, die unsere Gesellschaft angeblich tragen. Das zumindest Stand heute letzte große Beispiel ist der Covid-19-Ausbruch in der Fleischverarbeitung bei Tönjes in NRW, wo unter unwürdigsten Bedingungen Lebensmittel verarbeitet werden, die dann für 99 Cent auf dem heimischen Grill landen. Und mit unwürdig meine ich vor allem die Ausbeutung ausländischer Gastarbeiter. Vom Leid der Tiere in dieser Industrie will ich gar nicht erst sprechen. Aber Tönjes steht für ein Grundproblem, das sich ohne Probleme auf alle anderen Bereiche ausweiten lässt. Das Wort Qualität hat sich doch eigentlich mittlerweile aus allen Industriezweigen verabschiedet, oder? Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob der Qualitätsbegriff überhaupt noch in der BWL gelehrt wird. Ich meine, was ist denn die Antwort darauf, wenn ein Produkt in diesem Lande zu geringe Verkaufszahlen aufweist? Richtig, Qualitätseinbußen zur Kostenminderung. Genau, wir machen den Mist einfach noch beschissener, damit bei gleichen Absatzzahlen der Profit größer wird. Dass man das umgedreht machen könnte, also die Qualität zu erhöhen, um damit Kunden zu binden und neue Kunden zu generieren, das kommt irgendwie keinem in den Sinn. Aber in unserer Geizesgeil-Gesellschaft würde das vermutlich gar nicht mehr funktionieren. Und wem haben wir das denn alles zu verdanken? Spekulanten, Aktionären und wie sie nicht alle heißen. Ich meine ganz ehrlich, was für ein abgefucktes Charakterschwein muss man eigentlich sein, um Staatshilfen zu kassieren, damit man angeblich die Einbußen des Lockdowns ausgleichen kann, um dann im gleichen Zug Millionen an die Aktionäre auszuschütten, während die eigenen Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden. Ja, liebe Autoindustrie, wie charakterlich verkommen muss man eigentlich sein? Genauso charakterlich verkommen wie ein Großaktionär, der in die Medien hinaus posaunt, dass die Insolvenz der Lufthansa und damit der Verlust tausender Arbeitsplätze eine sinnvolle Alternative wäre, nur um zu verhindern, dass der Staat zu viel Einfluss auf das Unternehmensgeschehen nehmen kann. Ich meine, können diese Menschen morgens überhaupt noch in den Spiegel gucken? Also systemrelevant ist jedenfalls was anderes, aber auch die systemrelevanten Bereiche kranken alle an diesem System, an diesem Geschwür namens Kapitalismus. Wie kann es eigentlich sein, dass ein Krankenhaus Gewinne machen darf? Wenn jemand krank ist, kann ich eben kein Geld verdienen. Und wenn jemand krank ist, dann muss ich anscheinend dafür sorgen, dass die Leute länger krank bleiben. Oder ich fahre das System so weit hinunter, dass es schon am Rande des eigenen Kollaps funktioniert, um damit auch noch den letzten Cent für Aktionäre und Vorstände hinauszupressen. Und dann kam Corona und alle klatschten und applaudierten. Für Pfleger, Erzieherinnen, Kraftfahrer, Einzelhandelsverkäufer, Krankenschwestern und wie sie nicht alle heißen. Für alle, die vorher schon am Zahnfleisch gingen und jetzt am Rande des völligen Zusammenbruchs standen. Dann schrie alles nach Verbesserung. Es muss sich endlich was ändern. Und jetzt, wo wir zumindest zeitweise alles im Griff haben, was von dem Geklatsche ist denn übrig geblieben? Richtig, nichts. Und warum? Ja, weil keiner mehr Angst hat, dass er persönlich darauf angewiesen sein könnte. Weil er selbst nicht mehr betroffen ist. Weil wir am Zenit des menschlichen Egoismus angekommen sind. Wenn es mich nicht tangiert, ist es mir auch egal.
Ich meine, schaut doch mal auf die ganzen Social-Media-Plattformen. Das Internet ist mittlerweile der Ort, an dem Menschen sich hinter lustigen Nicknames und Bildchen verstecken können, um dort ihrer ekelhaften Natur frönen zu können. Während das Netz vor ein paar Jahren noch ein Hort des Austauschs und voller Visionen einer tollen Zukunft war, ist es heute nur noch ein Spiegel einer innerlich völlig verrohten Gesellschaft. Das Ich ist der zentrale Punkt, um den sich alles dreht. Viele Menschen sind überhaupt kaum noch fähig, über den eigenen Standpunkt hinauszudenken oder sich gar in andere hineinzuversetzen. Die Leute fühlen sich bei dem kleinsten Mist sofort offended und beleidigt und kommen gar nicht mehr auf die Idee, dass die Person gegenüber es vielleicht völlig anders gemeint haben könnte und sie es vielleicht selbst nur falsch verstanden haben oder verstehen wollten. Aber wie sollen sie auch? Sie sind ja mit ihrer wenigen freien Zeit, die sie überhaupt noch haben, so damit beschäftigt, sich selbst darzustellen, um dann in zweiter Instanz jedem Social-Media-konformen Problem-Hype hinterherzurennen. Und jeden am liebsten ans Kreuz nageln würden, der ihnen nicht folgt oder sich vielleicht sogar kritisch äußert. Skandale und Katastrophen sind zu einer Art Trend geworden, dem man hinterherrennen muss. Man organisiert sich, geht zu Tausenden auf die Straße, um sich dann ein paar Tage später wieder dem nächsten Problem zuwenden zu können. Versteht mich nicht falsch. Egal, ob Black Lives Matter in diesem Jahr, Fridays for Future im letzten Jahr. Das sind alles absolut wichtige Themen, die dringend unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Aber dafür haben wir ja keine Zeit. Denn jetzt gerade im Augenblick, zumindest Stand heute, müssen wir uns erstmal um das Tierwohl kümmern. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Noch ein Beispiel, um es konkret zu machen. 2 Wochen vor Black Lives Matter wollten wir am liebsten noch jeden steinigen, der sich mit mehr als 5 Personen draußen auf der Straße getroffen hat, oder gar eine Demo für die Grundrechte organisiert hat. Und dann kam Black Lives Matter und plötzlich war es okay, mit 25.000 Leuten in München auf die Straße zu gehen. Und wenn du da was dagegen gesagt hast, Junge, da konntest du dich auf was gefasst machen. Und nochmal, versteht mich nicht falsch, das sind wirklich alles sehr wichtige Themen. Nichts davon kann bleiben, so wie es jetzt ist. Aber um was zu verändern, muss man an einem Thema dranbleiben und nicht 2 Wochen später dem nächsten Hype hinterherrennen. Aber meine Befürchtung ist ja, dass am Ende alles so bleibt, wie es ist. Denn auch Corona geht vorbei. Und was dann? Back to business? Ich sage ja. Und wisst ihr auch warum? Weil wir mittlerweile viel zu viele Themen haben, an denen wir dranbleiben müssen. Nur deshalb sind wir überhaupt in der Lage, uns alle paar Wochen ein neues Thema zu suchen. Es ist zu viel. Zu viele Probleme, die eine Gesellschaft meiner Meinung nach eigentlich gar nicht mehr bewältigen kann. Ja, wir sind am Ende der Fahnenstange angekommen. Und wir haben gewusst, dass das passiert. Aber haben uns dazu entschieden, nichts zu tun. Selbst, als es noch gegangen wäre. Bakamitai. Totemo.